Ist Stress immer nur negativ und wie beeinflusst die eigene Motivation die Führung meiner Mitarbeiter in einer Arztpraxis? Diese und weitere spannende Fragen beantworten wir heute in unserem Podcast mit meiner Interviewpartnerin, Frau Dr. Manuela Jakob-Niedballer. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc – Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast unterstützen wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen praktischen Tipps und viel Support. Aber auch erfahrene und etablierte Mediziner finden hier kostbare Informationen für ihre Praxis und für ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, besuchen Sie gerne unsere Homepage unter www.businessdoc.online. Ich muss nochmal sagen, www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businessdoc.online. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Manuela Jakob-Niedballer, heute hier im Business Doc Podcast. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, weil Sie sind sehr, sehr viel unterwegs und ja, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bevor wir jetzt so in die Interviewfragen und in Frage-Antwort-Spiel einsteigen, möchte ich noch mal kurz Sie persönlich vorstellen und einiges aus Ihrer Vita für unsere Zuhörer erklären. Frau Manuela Jakob-Niedballer hat sich nach langjähriger ärztlicher Tätigkeit in Kliniken im In- und Ausland als Fachärztin für Arbeitsmedizin spezialisiert. Sie hat als Betriebsärztin Groß- und Kleinbetriebe betreut, war als Arbeitsmedizinerin für Unfallversicherungsträger tätig und arbeitet seit dem Jahr 2000 für die Regierung von Oberfranken als Gewerbeärztin. Ich habe sogar gelesen, Sie sind stellvertretende Dezernatsleiterin. Also, ja. mit Ihrem Mann Dr. Rolf Niedballer hat sie eine Praxisklinik mit ambulantem OP-Zentrum in Bamberg aufgebaut. Hier wird das gesamte ambulante chirurgische Leistungsspektrum inklusive der Versorgung von Arbeits- und Wegeunfällen sowie die konservative orthopädische Patientenversorgung angeboten. Seit über 20 Jahren führt sie umfangreiche Vortragstätigkeiten und Seminare durch mit Teilnehmergruppen aus allen Wirtschaftsbereichen. In ihren Seminaren und Vorträgen unterstützt sie Praxen und Krankenhäusern sowie mittelständische Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen. Ich habe mal geguckt, da ist unter anderem solche namhaften Kunden dabei wie die Süddeutsche Krankenversicherung, die VR Bank, die Volksbank und so weiter. Also ganz viele mehr noch. Aber ich wollte nur einen kleinen Auszug davon bringen. Dr. Manuela Jakob-Niedballer bietet hierbei, und das ist ganz wichtig, praxiserprobte Lösungswege zu individuellen Veränderungen für erfolgreiche Unternehmen und das ist auch ganz besonders wichtig, leistungsfähige Mitarbeiter an. Darüber hinaus ist sie professionelles Mitglied der GSA, das ist die German Speaker Association, und Gewinnerin des GSA Awards 2015. Sie gehört zu den Top 100 Excellent Speakern 2017 und 2018. Und was ich besonders toll finde, ich habe sie zweimal erlebt, einmal auf einem Gedankentanken-Vortrag und vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten mittlerweile schon, die Zeit geht ja wirklich schnell rum, auf einem Vortrag für Ärzteberater. Und was ich finde, sie schaffen es mit ihrer wirklich sehr, sehr sympathischen Art, wirklich komplexe Themen einfach locker mit viel Spaß für den Zuhörer rüberzubringen. Und das finde ich unglaublich wertvoll, weil dann hört man jemanden gerne zu und lernt ganz viele Inhalte kennen. Also nochmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Das tolle Intro, freue mich sehr über die positive Rückkopplung. Ja, toll, wirklich, ich freue mich umso mehr. Jetzt vielleicht nochmal, bevor wir einsteigen, sagen Sie doch nochmal zwei Sätze zu sich. Wie sieht Ihr Tagesablauf beruf und privatlich aus? Ja, also ich freue mich, herzlich willkommen, danke, dass Sie mich so freundlich aufnehmen. Mein Tagesablauf ist der im Prinzip wie fast von allen berufstätigen Ärzten und Ärztinnen. Ich habe den Spagat zwischen Beruf, Privat, Fortbildung, Weiterbildung, Erfüllung, Sinn und Pflicht. Mhm. Diese ganzen Sachen müssen wir ja immer unter einen Hut bringen. Das heißt konkret, ich bin verheiratet, wir haben einen Sohn, der in der Pubertät ist. Wir haben, mein Mann hat die Praxisklinik, da mache ich sämtliche Sachen, Backoffice, Personal, Steuer, diese ganzen Tätigkeiten. Ich bin in der Regierung von Oberfranken als Gewerbeärztin, bin auch koordinierende Betriebsärztin für diese ganzen Bereiche, unter anderem auch für die ganze Problematik mit den Flüchtlingen, für alle Mitarbeiter, die dann Oberfranken mit denen arbeiten. Und ich bin Rednerin und das so mit Leib und Seele seit 20 Jahren. Bin da, wie Sie schon gesagt haben, vom kleinen Unternehmer, KMU, kleinen mittelständischen Unternehmer, einzelne Praxen, größere Praxen bis zu Krankenhäuser, Großkonzerne, alles. Denn was ich erlebt habe, ist,
Wir haben in den letzten 15 bis 18 Jahren in Bayern ungefähr 30.000 Leute befragt, was stresst euch und was könnte euch helfen. Mhm. Und das ist wirklich unabhängig davon, wo die Menschen arbeiten. Also sind die Lösungen auch ähnlich. Und das ist das, was ich den Leuten, die sich an mich wenden, den Betrieben, den Unternehmen, den Praxen mitgebe. Es gibt einfache Lösungen für zum Teil relativ komplexe Fragestellungen. Mhm. Das Schöne bei Ihnen ist ja wirklich, dass Sie ein Proof of Concept haben, also dass Sie sowohl als auch da sind. Ich habe im Eingang, wollte ich an sich noch erwähnen, wir haben ja zwei Podcast-Bereiche, einmal das Thema Erfolgsgeschichten Praxis, also wie Ärzte erfolgreich in der Praxis arbeiten, aber auf der anderen Seite eben auch, wie kann man Ärzten auf dem Weg zum Unternehmer helfen und begleiten. Also Sie passen in beide Formate wunderbar rein, weil Sie wirklich beides zusammenbringen, ganz, ganz toll. Aber Sie haben eben diese Erfahrung aus Ihrer beruflichen Tätigkeit in der Beratung von Praxen, und da sagen Sie ja wirklich ganz bewusst auch, mir ist es ganz wichtig, die kleinen, also die einfachen, die Praxen, aber eben auch auf dem Weg dahin die großen Konzerne zu bearbeiten, damit man beide Seiten kennt. Aber Sie kennen eben auch die Sicht des Arztes, der Ärztin, A, natürlich aus der eigenen beruflichen Tätigkeit und gleichzeitig noch aus der Tätigkeit mit der Praxisklinik von Ihrem Mann. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig. Der so ein bisschen für mich ein Titel mit Fragezeichen. Sie haben ja auch als Keynote-Speakerin diesen Titel Märchenland Stress. Können Sie vielleicht noch mal zwei Sachen sagen? Das ist ja sowohl als auch. Also ist das jetzt positiv oder ist es negativ? Es ist bewusst doppeldeutig gewählt. Mhm. Denn was wir über Stress heute hören, ist in der Regel in der deutschen Gesellschaft negativ geprägt. Ich bin gestresst, ist jetzt keine Aussage, wo jeder sagt, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich, mhm. ja? Sondern es impliziert ja immer einen negativen Beigeschmack. Und das ist rein wissenschaftlich eigentlich nicht sinnvoll. Denn Stress kann uns ja auch beflügeln. Wir wissen sogar, dass Leute, die einen überdurchschnittlichen Stress haben, unter bestimmten Voraussetzungen länger leben als Menschen, die keinen oder wenig Stress haben. Mhm. Und von daher ist es der Märchenland Stress. Das eine, ich kann da einiges bewirken. Und das andere, was für ein Märchen wird uns eigentlich zum Teil erzählt? Ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen dieses, schon bewusst dieses Wortspiel, schön, dass Sie es aufgenommen haben. Ja, weil es einfach auch, und das finde ich immer ganz besonders spannend, wenn ich mich selber frage, was steckt dahinter, und ich dann auch auslöse, ja, und ich möchte mich dann selbst mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen. Das heißt also, Stress, der Mensch braucht einen gewissen Grad an Stress, um auch produktiv arbeiten und leben zu können, kann man das so sagen? Ganz genau. Wir brauchen ein gewisses Maß an Anspannung, um Sachen voranzukriegen. Mhm. Wir kennen das. Wenn Sie irgendwelche Aufgaben mit Deadlines haben, haben Sie eine Besprechung, sagen Sie, in einem halben Jahr treffen wir uns wieder und wir haben die Deadline, dann schauen Sie mal, wann die Dokumente erstellt wurden, ja, genau. Die dann bei der Besprechung sind. Die sind in den letzten Tagen vorher. Mhm. Wir brauchen ein gewisses Maß an Stress. Wir kennen das alle. Wenn wir im Flow sind, dann schaffen wir unheimlich viel weg, weil wir dann auch so eine kreative Phase haben. Aber die ist auch immer mit dem Ziel, dass ich einen Abschluss habe. Also Flow heißt nicht, ach, jetzt schaue ich mal, ob da irgendwas kommt, sondern da brauche ich einen Abschluss. Wenn der Stress aber zu viel wird, dann ist es das, was die Leute meinen, ich bin überbeansprucht. Ja? Also ich fühle mich überlastet. Und das ist wichtig, ich kann es so gestalten, dass ich bei derselben Arbeitsmenge mich beflügelt und gepusht fühle, oder total überlastet, überfordert und demotiviert. Und das sind Rahmenbedingungen, die ich gestalten kann. Okay. Und wie schaffe ich das? Und weil Sie sagen, man kann das schaffen, wie schaffe ich das, das so umzuwandeln? Wenn ich weiß, welche Stressoren es gibt. Also wir sagen, wir haben eine Task, eine Aufgabe. Und das an sich ist ja eine positive Geschichte. Mhm. Weil wir wissen auch, dass Menschen, die keine Aufgabe haben, Langzeitarbeitslose, Menschen, die sehr, sehr lange krank sind, dass sie so das Gerüst in ihrem Leben verlieren und dass es denen gesundheitlich, wenn sie lange nicht arbeiten, schlechter geht als Menschen, die arbeiten. Ja? Das ist eine bewusste Geschichte, weil sie einfach auch die positive Bestätigung verlieren. Wenn ich etwas schaffe und wenn ich eine Aufgabe habe, komme ich mit anderen Menschen in Kontakt, ich kriege positive Rückkopplung, ich kann mich weiterentwickeln. Und wir haben allgemein, das heißt ja in der arbeitsmedizinischen Fachliteratur, psychische Belastung, was wir landläufig als Stress bezeichnen. Und psychische Belastung ist etwas, was an sich neutral ist. Das ist weder viel noch wenig, noch weder zu viel noch zu wenig. Das ist einfach die Aufgabe, die ich habe. Wie es bei mir wirkt, die Beanspruchung, das ist das, ob ich mich gestresst oder im Flow fühle. Mhm. Und das hängt davon ab,
wie ich 6 Faktoren gestalte. Also der erste Faktor ist zum Beispiel Arbeitsinhalte. Das hat was mit Sinn zu tun, mit der Möglichkeit, Verantwortung zu bekommen und auszuüben. Nächster Faktor ist Arbeitsorganisation. Da gehören solche Sachen rein wie Störungen und Unterbrechungen. Ja? Wie transparent sind bei mir Strukturen? Wie ist die Kommunikation in meinem Unternehmen? Kommunikation hängt eng mit dem einen Faktor soziale Beziehungen zusammen. Soziale Beziehung ist alles, was Führungsverhalten, Gratifikation, Teamkultur betrifft. Dann habe ich die Arbeitsumgebung. Sitze ich in einem Großraumbüro, ist es sicherlich kein Lärmbereich. Aber wenn ich an einem Zweierschreibtisch sitze, versuche ein Konzept zu machen, der Gegenüber telefoniert die ganze Zeit. Ich sitze als Arzt im Arztzimmer, versuche mich auf den Patienten zu konzentrieren und alle 3 Sekunden geht die Tür auf, weil irgendjemand gesucht wird oder geguckt wird, wer jetzt eigentlich in dem Zimmer ist oder weil ein Telefon durchgestellt wird, dann kann ich mich kaum konzentrieren, weil das ist Teil unserer Struktur und Aufmerksamkeitsstruktur, dass viele Störungen, Unterbrechungen und Stressen. Das hat aber mit einer Menge an Patienten an sich nichts zu tun. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, in der ich mich oder mein Unternehmen befinde oder wie ich persönlich aktuell von meiner Ausbildung, von meiner momentanen Situation bin. Diese Faktoren kann ich aber beeinflussen. Ich kann beeinflussen, ob ich ständig gestört werde. Ich kann mich weiterbilden, wenn ich das Gefühl habe, die Aufgabe wird mir zu viel. Ja? Ich kann meine Kommunikation verändern. Ich kann vieles transparenter machen in meiner Praxis. Das heißt, nur weil ich sage, ich habe jetzt 60, 100, 120 Patienten am Tag, heißt es nicht, dass 3 Ärzte mit dieser Patientenanzahl sich gleich gestresst fühlen. Genau. Wie lerne ich das denn? Also ich erlebe das ja auch in meiner täglichen Beratungspraxis, wenn ich mit Ärzten zu tun habe, die oft sagen, ich habe so viel zu tun, also alleine über Patienten, alleine über den Strom, wenn man Hausarzt, einen klassischen Hausarzt, Sie haben es gerade gesagt, 60 bis teilweise 150 Patienten am Tag, je nachdem wie die Schlagzahl da ist, in welchem Gebiet man ist. Wie schaffe ich das denn, diese 6 Punkte, nicht alle sofort, aber nach und nach vielleicht umzusetzen? Gibt es da ein System, das ich lernen kann? Es gibt Systeme zum Umgang mit diesen psychischen Belastungen. Das ist auch das, was ich in Seminaren und Vorträgen runterbreche. Was kann ich denn als einzelner Arzt tun, ohne dass ich sage, ich sperre 3 Tage in der Woche zu, weil das ist ja völlig illusorisch. Ja? Also dieses ganze Entschleunigungsthema ist sicherlich als Ausgleich mit Achtsamkeit nicht schlecht. Nur, das hilft Ihnen nicht, wenn 120 Patienten Sie am Tag fluten. Dann müssen Sie ja trotzdem damit zurechtkommen. Ja. Und Sie können damit zurechtkommen, wenn Sie lernen, dass Sie gewisse Strukturen, Kommunikationsflüsse, Abläufe in der Praxis ändern. Mhm. Sowas bringe ich in Seminaren bei. Ich gehe auch in Praxen. Ich bin dabei, momentan eine Online-Akademie zu entwickeln, die einzelne Praxis sowohl der Bereich für die Helferinnen, denn es geht ja an der Anmeldung los, konfliktfreie Terminvergabe am Telefon, wenn die nächsten 4 Wochen ausverkauft sind. Genau, ja, richtig. Da geht es ja schon los. Ja. Dann im Wartezimmer geht es weiter. Wie gehe ich damit um, wenn einer anfängt, mir das Wartezimmer hochzukochen? Und auch für die Ärzte. Wie gehe ich mit Spannungen mit dem Patienten um? Wie gehe ich mit Spannungen im Team um? Was für eine Art Beschwerdemanagement in Anführungsstrichen ist denn in der Praxis? Denn das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja einen sozialen Beruf, wo wir ja auch viel dafür arbeiten, dass wir die positive Rückkopplung kriegen. Die Dankbarkeit der Patienten ist für das Team und auch für den Arzt auch ein wichtiger Faktor. Wenn da immer Missstimmung herrscht, dann machen die 120 Patienten am Tag nur Stress. Ja, in dem Fall. Und das kann ich schon beeinflussen. Ja. Also spielt das Team dahinter auch eine große Rolle? Also ich kann eben dann, muss vielleicht auch lernen als Arzt, und das ist ja auch etwas, was ich gerade, wenn ich jetzt neu in eine Praxis gehe, noch nicht gewohnt bin, dieser Umgang mit meinen Mitarbeitern, auch das muss ich ja lernen, vielleicht auch zu delegieren, auch mal den Mut zu haben, als junge Ärztin, als junger Arzt, einer, ich nenne es jetzt mal etablierten Praxishelferin, einer Mitarbeiterin, die seit 30 Jahren meinem Vorgänger, ich sag mal, morgens den Kaffee gebracht hat, im übertragenen Sinne, ja, zu sagen, jetzt machst du bitte mal was anderes. Auch das muss ich ja lernen in diesem Umgang. Und deshalb spielt das Team wahrscheinlich eine große Rolle. Wie nehme ich das Team denn mit ins Boot in so einer Situation? Das ist genau ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Als Arzt sind Sie ja in der Klinik in einer ganz anderen Situation als in der Einzelpraxis. In der Einzelpraxis haben Sie ja diese Spannung zwischen dem Betriebswirtschaftlichen, was wir Ärzte ja auch nie gelernt haben im Studium, Führung
die wir Ärzte auch nie gelernt haben, und zwar Führung im Sinne Patientenführung. Ja. Ja. Mhm. Die kommen nicht automatisch, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Ja? Teamführung und Selbstführung. Wo bleibe ich denn? Na, dieses Spannungsfeld als Therapeut, Unternehmer, Arzt, Mediziner, das ist ja so ein ganz großes Konstrukt. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass man sich auch Hilfe holt, um da reinzuwachsen. Man kann es auch alleine machen. Ich habe es aber selbst erlebt. Man zahlt viel Lehrgeld, wenn man sich keine Unterstützung holt. So ein Team mitzunehmen ist wichtig, denn die alte eingesessene Helferin kennt die Patienten, die kennt die Strukturen, die kennt die Abläufe, die weiß, wie das läuft. Wenn ich jetzt also da sehr hierarchisch führe und sage, ab morgen machen Sie das und ab übermorgen machen Sie das, dann kann es mir passieren, dass sie mir übernächste Woche sagt, wissen Sie was, machen Sie es doch alleine. Ne? Ja. Also ist es wichtig, dass ich die Menschen mitnehme. Wie mache ich sowas? Als erstes muss ich natürlich auf die dauernde Vertrauensbasis aufbauen. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, in was für einer Situation ist die. Mein erster Tipp für Ärzte als Unternehmer ist, dass man doch nicht nur diese Anspruchshaltung, die ich als Arzt gegenüber dem Patienten habe, dass ich ihn ernst nehme, dass ich ihn wahrnehme, dass ich ihm zuhöre, dass ich die auch meinen Mitarbeitern gegenüber habe. Mhm. Dass ich eben weiß auf die Dauer, in was für einer Situation ist die persönlich, hat die jetzt, ist die alleinerziehend, hat ein kleines Kind, hat dadurch Zwänge, lebt die in der Scheidung, hat die eine kranke Mutter, solche Geschichten. Ja? Dass ich auch gewisse Reaktionen von ihr vielleicht anders abfangen und einordnen kann und weiß, das ist nicht gegen mich oder die Patienten, sondern die hat momentan eine stressige Situation. Mhm. Dann, dass ich die Ziele, die ich habe, transparent mache. Und zwar Ziele, die die Mitarbeiterinnen mitnehmen. Wenn ich denen sage, hör zu, wir versuchen, dass wir die Abläufe so ein bisschen optimieren, dass ihr weniger Bürokratieüberschneidungen habt. Ja? Mhm. Dass wir weniger Missverständnisse haben. Dass mehr Zeit für den Patienten und die Behandlung bleibt und weniger Zeit darin, dass drei Leute dasselbe machen, weil sie nicht wissen, dass der andere da schon angefangen hat. Mhm, genau. Dann kann ich die mitnehmen. Ja. Also die Leute müssen ungefähr die müssen eine Ahnung haben, wohin ich mit ihnen zusammengehen will. Und sie müssen sich mit der Zeit damit identifizieren, weil sonst habe ich ein Problem. Ich kann niemanden motivieren, der nicht motiviert ist, mit mir denselben Weg zu gehen. Das ist schwierig. Ja. Ja? Wie ist das? Ja, Entschuldigung. Nee, sagen Sie. Ich wollte gerade noch sagen, dass das, ich glaube, dass das Wichtige ist, das habe ich, glaube ich, in einem Vortrag von Ihnen auch gehört, ist ja das Thema Anerkennung. Also inwieweit erkenne ich die Leistung meiner Mitarbeiter an und wie, in Anführungsstrichen, honoriere ich das auch? Und bei honorieren meine ich jetzt nicht nur monetär, also mehr Geld, weil ich glaube, das wäre ein kurzfristiger Motivator in dem Moment, der dann irgendwann verpufft. Spätestens auf der Lohnabrechnung wahrscheinlich irgendwann. Ja. Aber was kann ich sonst noch tun? Gibt es da so vielleicht mal so einen kleinen Insider, was kann ich machen mit meinen Mitarbeitern, um auch dieses Vertrauensverhältnis, was Sie gerade angesprochen haben, aufzubauen? Ne? Also das sind ja zwei Fragen, die ganz wichtig sind. Die erste Frage ist Gratifikation. Was ist denn eine sinnvolle Entlohnung oder Anerkennung? Und Anerkennung besteht immer aus drei Säulen. Wie Sie gesagt haben, die erste Säule ist Geld. Ist klar. Wenn jemand 2.500 Euro verdient, dann sind für den 10% Lohnerhöhung mit 250 Euro viel Geld. Ja. Mhm. Nach 6 Monaten gibt es aber Studien dazu, ist es so, dass sie spätestens nicht mehr dann nach 6 Monaten das Gefühl hat, oh toll, jeden Monat bei Erhalten des Gehaltschecks oder der Überweisung, super, es geht mir so viel besser, sondern dann hat sich das Level einfach hochgesetzt, dann sind diese 250 mehr normal und nicht mehr nachhaltig als Glücksbringer gewährt. Und der Stress ist genau der gleiche wie vorher wahrscheinlich, ne? Ganz genau, ganz genau. Das heißt, ich muss mir überlegen, es gibt nur noch zwei weitere Säulen der Gratifikation. Die eine Säule ist, wie Sie sagen, die Anerkennung. Wie oft lobe ich? Ich habe jetzt eine ganz interessante Studie gelesen über High-Performance-Teams, also Teams, die sehr, sehr gut sind im Ergebnis und wenig negative Rückmeldungen, wenig Probleme haben. Und da ist das Verhältnis von Lob zu Tadel oder also negativer Kritik, negativer Rückmeldung, 1:5 Tadel zu Lob, also 5-mal loben für 1-mal Tadel. Können Sie im gesamten Leben
übertragen, ob das in der Kindererziehung oder in der Personalführung ist. Ja? Ja. Wenn Sie mal eine Murmel, ich empfehle dann immer, das sage ich schon lange, nehmen Sie mal 6 Murmeln. Eine rote und die anderen sind blau oder welche Farbe Sie auch gerne hätten. Und für einmal kritisiert, müssen 5-mal ein echtes Lob. Und ein echtes Lob ist nicht schön, dass du atmest, ja? Sondern für eine besondere Leistung oder eine besondere Anstrengung. Denn manchmal reicht es nicht, dass man sich anstrengt, es kommt nicht so schnell das positive Ergebnis. Wenn ich also immer nur für Zielerreichung lobe, dann fällt das runter, wo die sich anstrengen, aber vielleicht gar nichts dafür können, dass es nicht funktioniert, weil der Patient nicht mitmacht, ja? Weil die EDV ausfällt, weil 3 Leute krank sind. Dann sollte ich aber die, die da sind und den Laden überhaupt am Laufen halten, auch dafür loben, dass sie noch mehr machen, als sie sowieso tun. Und es nicht zwar sehen und bemerken, aber nicht verbalisieren. Das erlebe ich ganz häufig. Das ist auch kein böser Wille meistens, sondern das ist, in Franken sagen wir, nicht geschimpft ist klug genug. Das habe ich sogar verstanden, ja, als Mensch aus dem Ruhrgebiet. Ja, genau. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich, dass ich auch die Perspektive möchte, mich persönlich oder beruflich weiterzuentwickeln. Also gebe ich den Damen auch die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren? Ja? Mhm. Gebe ich denen die Möglichkeit, ob das jetzt die Röntgenqualifikation ist, ob das ein Skenarkurs ist, ob das ein Kurs im Wundpflegemanagement ist? Und wie gebe ich ihnen das? Gebe ich ihnen die Zeit? Schreibe ich die Ihnen auch als Arbeitszeit gut? Mhm. Lasse ich Sie auch in einem anständigen Hotel unterkommen auf meine Kosten? Mhm. Zahle ich Ihnen die Fahrtkosten? Ja? Ich sage immer, bevor Sie 5 Euro in die Kaffeekasse geben, stellen Sie eine anständige Kaffeemaschine hin. Bei uns kriegen die Damen zum Beispiel ihre Getränke und Kaffee prinzipiell gratis. Wir haben eine Kaffeemaschine mit guten Kaffeebohnen. Die kriegen ihre Getränke, das ist gar kein Thema. Die kriegen jeden Tag eine Brotzeit. Wir hatten Steuerberater, die gesagt haben, um Gottes Willen. Und da habe ich gesagt, ja, aber jetzt rechnen Sie doch mal aus. Was würde denn bei den Mitarbeitern ankommen, wenn ich Ihnen das in Geld auszahle? Da kommt ja ein Abzug aller Kosten praktisch nichts an. Und so habe ich auch die Gemeinschaft. Es gibt Kaffeepausen, es gibt gemeinsames Mittagessen. Ja. Laden die auch mal abends ein. Machen Sie mit denen einen schönen Abend. Ja. Gehen Sie mit ihnen in ein Krimi-Dinner. Schaffen Sie gemeinsame Erlebnisse. Mhm. Genau. Weil so kriegen Sie eine gemeinsame Gegenwart. Ja. Also auch ich höre daraus auch ganz viel Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber oder dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gegenüber, auch zu sagen, wir nehmen uns die Zeit alle gemeinsam, um etwas Gemeinsames zu unternehmen. Und das ist mir als Chef, als Arzt in dem Moment eben auch wichtig, meine Zeit in meine Mitarbeiter zu investieren in dem Moment. Also auch wenn es nicht als Investment gesehen werden sollte, sicherlich ist das dann eine holistische, eine ganzheitliche Betrachtung, wo man dann sagen muss, man ist als Team zusammengewachsen. Ich glaube, dann werden viele Dinge im Praxisalltag auch einfacher. Ich habe noch mal eine Frage, Sie vorhin noch gesagt, dieses Thema Arzt. Ich bin jetzt in der Praxis, wir erleben das ja, ich bin voll mit Patienten, ich habe ganz viel zu tun. Und ganz häufig hören wir ja, ich habe keine Zeit für das eine oder das andere. Muss ich mir aber nicht diese Zeit nehmen und sagen, es ist total wichtig, dass ich vielleicht lieber 10 Patienten weniger mache, wenn das irgendwie geht, und vielleicht mich auch mal rausnehme aus dem Praxisalltag, um mich zum Beispiel weiterzubilden, um zum Beispiel zu sagen, ich lasse mich mal beraten, ich hole jemanden wie Sie in meine Praxis, um zu sagen, ganz aktiv schauen wir uns mal Arbeitsprozesse an. Denn Sie haben es sehr schön beschrieben vorhin. Wir haben ja einmal dieses Spannungsfeld Arzt-Patient. Wir haben das Spannungsfeld, wenn es überhaupt eins ist, Arzt-Mitarbeiter. Aber wir haben eben auch das Feld Arzt-Mensch, also meine eigene Führung. Wie nehme ich die in die Hand? Muss der Arzt das machen aktiv? Muss er raus aus diesem Alltag, damit er weiterkommt? Absolut. Als Arzt in einer niedergelassenen Praxis oder in einem größeren Konstrukt haben Sie ja eine Unternehmerfunktion. Und erfolgreiche Unternehmer sind Menschen, die agieren und nicht nur reagieren. Mhm. Wenn Sie also damit nur beschäftigt sind, und nur heißt nicht als wenig Wertschätzung, sondern es ist wirklich ein unglaublich anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, wenn Sie 60 bis 100, 150 Patienten am Tag behandeln. Das ist
sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. In diesem Feld, aber in diesem Umfeld ist genau wie Sie sagen, es nicht möglich, dass ich strukturelle Sachen entscheide. Denn ich bin so getrieben in dem Alltag und so mit Reagieren beschäftigt, dass ich parallel nichts wirklich strukturell gestalten kann. Wenn ich aber will, dass sich was ändert, ich sage immer in meinen Schulungen, wenn Sie weitermachen möchten, so wie bisher, dann machen Sie die, denken Sie genau wie bisher und machen Sie dieselben Aktionen wie bisher. Wenn Sie möchten, dass sich etwas für Sie verbessert, dann müssten Sie 2 Schritte zurückgehen und anfangen, auch eingewachsene Prozesse zu hinterfragen. Und es sind oft kleine Änderungen. Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also wir hatten genau diese Diskussion in der Praxis. Mein Mann ist seit 12 Jahren niedergelassen und die Praxis lief gut, alles klar, wunderbar. Und dann hat er vor 2,5 Jahren gesagt, das, was du draußen machst, würde ich dich bitten, dass du das auch bei uns intern noch mehr machst. Und ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil Sie wissen, der Prophet im eigenen Land und man ist nahe dran an dem ganzen Team und es ist immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, wir haben unseren Mitarbeiter geschult, wir haben Schulung gemacht, konfliktfreie Terminvergabe am Telefon. Wie gehe ich mit den Leuten um, wenn sie in die Praxis kommen, wenn es im Wartezimmer Ärger gibt? Wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich mit Verzögerungen um? Wie verbalisiere ich sowas? Mhm. Mache ich was gegen Störungen und Unterbrechungen? Ja? Diese Geschichten, und das sind Kleinigkeiten, das kostet nichts im Prinzip groß an Geld im laufenden Praxisalltag und es sind kleine Sachen, die ich verändern kann mit einer riesigen Wirkung. Und wir haben das gemacht in 2,5 Jahren und wir haben einen deutlichen Zuwachs an Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wir haben auf einmal beste Yameda-Bewertungen und zwar echte Yameda-Bewertungen von Patienten, ja, die freiwillig reinschreiben, weil sie eben zufrieden sind. Mein Mann ist zufriedener und ganz nebenbei hat sich das ganz signifikant ausgewirkt auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Praxis, wobei das überhaupt nicht unser Ziel war. Ja, ja, das war ein Nebeneffekt, den wir nach 2 Jahren zufällig festgestellt haben. Im Endeffekt ist es aber logisch, denn, wie ich vorhin gesagt habe, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Wenn ein Patient sich wertgeschätzt fühlt, wahrgenommen fühlt, dann ist es schon mal die halbe Therapieerfolg, weil er glaubt an das, was der Arzt ihm vermittelt. Mhm. Wenn schlecht gelaunt ist, hat am Erstkontakt am Telefon schon so einen Hals, ja? Ja. Ist im Wartezimmer, muss 4 Stunden warten, dann können Sie der beste Arzt der Welt sein. Der Patient ist verärgert, wenn er ins Sprechzimmer reinkommt und er glaubt nicht an Ihre Therapie und damit ist schon mal die Hälfte im Brunnen. Ja. Geschweige denn, dass er bereit ist, weiter mit Ihnen zu gehen, dass er vielleicht bereit ist, individuelle Gesundheitsleistungen auch überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil viele Sachen davon funktionieren. Nur wenn jemand an Sie glaubt, dann glaubt er Ihnen das auch und dann probiert er das und sieht, es funktioniert. Wenn der aber nach 4 Stunden warten und 3 Monaten Vorlauf mit dem Termin völlig verärgert im Wartezimmer sitzt, dann ist ein Guten Morgen unter Umständen schon zu viel. Ja? Dann ist er einfach satt. Und solche Patienten werden auch nicht so schnell gesund. Das ist einfach so. Mhm. Und für den Arzt ist es nur gut. Ja. Ich bin gerade wirklich sehr beeindruckt, weil es sind die, da kommt dieses absolute Proof of Concept, also das, was, wo Sie jetzt nach, also auch wirklich jetzt noch nachweislich sagen, Mensch, das haben wir in der eigenen Praxis erfahren, die Erfahrung, die ich auch mit anderen gemacht habe, jetzt umgesetzt. Und das ist dann, das ist ja fast zwangsläufig, wie Sie, da geht mir jetzt gerade wirklich ein Licht auf, zu sagen, da entwickelt sich aus der Änderung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, damit gleichzeitig Abbau von Stressfaktoren, dann auch noch eine wirtschaftliche positive Entwicklung in der Praxis. Und der Patient ist zufriedener und aus der Zufriedenheit heraus kann auch eine bessere Gesundung des Patienten stattfinden. Also wirklich ein toller ganzheitlicher Ansatz. Mensch, ich hoffe, dass das so viele hören, damit man einfach diese Gedanken auch mal zulässt für sich und zu überlegen, wie komme ich aus meinem Hamsterrad raus. Ich habe letztens den interessanten Spruch gehört, das Hamsterrad sieht ja nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Und das ist tatsächlich so, ja. Ich muss einfach raus, um diesen Blick von außen zu bekommen und um mir auch mal zeigen zu lassen, wie funktioniert es denn tatsächlich. Und ebenso, ich sage auch immer, das Interessante ist ja, welche Geschichte erzählt sich denn der Patient, wenn er bei mir aus der Praxis geht? Und ich glaube,
die Empfehlung dann auch, und Yameda ist nun mal dieses Thema Internet, das Thema Plattform, das Thema Bewertung. Der Patient nimmt sich ja heute auch raus, den Arzt zu bewerten. Und wie Sie es gerade gesagt haben, mit den Kugeln, er nimmt sich wahrscheinlich eher raus, ihn nicht so gut zu bewerten, als ihn gut zu bewerten. Ja, also von daher stimmt er darüber ab. Toll, das ist wirklich ein tolles Learning für alle, die sich das, und für mich übrigens auch. Also wie gesagt, mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Das ist ein super spannendes Feld. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich gern mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir haben vorhin noch vereinbart im Vorgespräch, also alles das, was an Kontaktdaten geht, Ihre Internetseite, ich muss mal eben gucken, die Internetplattform ist www.jakob-niedballer.de, Ihre E-Mail-Adresse, dann sind Sie auch über die sozialen Medien zu erreichen irgendwie, über Facebook oder? Über die sozialen Medien zu erreichen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir ist es lieber, jemand kommt über die Internetseite, über okay. den Link, über die E-Mails. Ja. Im Rahmen der Datenschutzverordnung habe ich persönlich ein großes Thema damit, ja. über Facebook Geschäftskontakte zu pflegen, okay. auch über WhatsApp. Ja. Ich halte es für mittlerweile einen sehr schwierigen Kanal. Mhm. Jederzeit gerne über E-Mail, wenn Sie mich googeln, da ist auch meine Handynummer drauf, also alles okay, wunderbar. Toll. Ja. Wenn ich erreichbar bin, wenn ich in einem Seminar und so weiter, kann man mir gerne auch eine SMS schicken. Und wenn Sie mir eine WhatsApp schicken wollen, ist das wunderbar. Kann ich darauf antworten. Okay. Aber wirklich mit den sozialen Medien haben ja. wir ein Thema der Datenschutzverordnung. Absolut schwierig geworden. Mein Steuerberater ist da auch sehr, sehr hinterher und sagt, hat mir auch letztens noch gesagt, was alles nicht geht. Wir sind übrigens ja. auch dabei, mit einer Rechtsanwaltskanzlei noch einmal einen Podcast genau zu dem Thema aufzunehmen. Der wird jetzt auch ja. kurzfristig folgen, weil wir wirklich viele, viele Anfragen ja. auch von Ärzten zu dem Thema haben, die eben uninformiert sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also vielen Dank, dass wir die Sachen mit in die Shownotes nehmen können. Ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, da ist, glaube ich, auch ein Hinweis darauf, auf welchen Vorträgen Sie zu hören sind und wann. Also wenn man Sie mal irgendwie hören will, auf jeden Fall anhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, ist immer sehr, sehr kurzweilig und spannend und schön zuzuhören. Ich habe mal gerade geguckt, wir sind schon 35 Minuten im Gespräch. Also die Zeit geht. Hätte ich noch. Ja, bitte, ja. Einen kurzen Tipp noch für die Unternehmen. Es zeigt sich, dass Sie in dem Hamsterrad, wie Sie so schön gesagt haben, von innen in dem täglichen Reagieren auch nicht kreativ sein können. Das hängt mit der Struktur des Gehirns zusammen. Das heißt, wenn Sie strukturelle Aufgaben machen wollen, zum einen schauen Sie, dass Sie auch während des Patientengesprächs natürlich so wenig wie möglich, am besten gar nicht gestört werden. Und zum Zweiten ist es, wenn Sie wirklich sich überlegen, was zu ändern, sollten Sie sich außerhalb der Sprechzeiten eine halbe Stunde in der Woche nehmen, um sich mal Gedanken zu machen, wie ändere ich wo was an meiner Struktur? Vielleicht auch einfach mal zu reflektieren. Mhm. Vielleicht haben Sie auch jemanden, einen Sparringspartner, einen Coach. Ich kenne Leute, die haben dann solche Gruppen unter Kollegen, wie auch immer, dass sie mal reflektieren, wo ist denn für mich die größte Belastung und dann auch mal außerhalb dieses Stresses überlegen können, wo kann ich was tun? Also diese halbe Stunde in der Woche ist oft Gold wert. Mhm, denn das ist toll. Die Zeit, die Sie dann haben, außerhalb der Sprechzeit, um sich mal überhaupt bewusst zu werden, habe ich Veränderungswunsch, Bedarf und wo könnte ich denn Potenzial haben? Mhm. Toller Tipp. Da möchte ich gerne nochmal fragen, gibt es denn, also dieses Thema rausnehmen, ganz bewusst rausnehmen, diese halbe Stunde in der Woche, gibt's noch so andere Sachen? Also ich denke gerade, mir kommt jetzt spontan das Thema Meditation zum Beispiel. Ist das etwas, womit Sie sich vielleicht auch auseinandergesetzt haben, was Sie empfehlen können? Oder ich sag mal, vielleicht auch einen anderen Ausgleich zu schaffen, einen sportlichen Ausgleich zu schaffen oder einen familiären Ausgleich zu schaffen, zu sagen, ich nehme auch keine Arbeit mit nach Hause zum Beispiel. Ist so etwas auch wäre das auch eine Richtung? Das ist eine Richtung, das ist gar keine Frage, da haben Sie völlig recht. Wir wissen, dass Leute, die einen guten familiären Background haben, gut sozial eingebunden sind, Stress besser abpuffern können. Die leben auch länger. Das ist also tatsächlich so, dass sich das in der Mortalitätsrate niederschlägt. Natürlich ist gesunde Ernährung und Bewegung etwas, was uns hilft. Auch Ernährung hilft uns, wenn sie richtig zusammengestellt ist, Stress zu vermindern über die Nahrungsbestandteile. Sport baut sowieso Stress ab. Ja? Mhm. Das ist auch gar keine Frage. Das wissen wir. Das ist wichtig. Ich empfehle immer, wenn jemand das schon macht, ist das toll. Wenn jemand das noch nicht macht, dann ist es ganz gut, wenn er vielleicht mal anfängt, sich einmal in der Woche 20 Minuten einen festen Termin einzutragen mit sich selbst. Und dann wirklich ausprobiert. Natürlich ist Sport wichtig und gut. Aber es reicht auch manchmal, wenn ich 2-3 Mal in der Woche eine halbe Stunde schneller gehe. Lasse ich mal das Auto stehen, steige ich mal aufs Fahrrad
diese Sachen. Also ich empfehle nicht gleich am Anfang dreimal die Woche 10 Kilometer zu rennen. Ja? Ja. Und auch mit der Arbeit nach Hause nehmen, das ist so. Natürlich wäre es gut, wenn man das nicht macht. Realistisch ist es aber oft nicht machbar. Aber dann beste Zeiten, den anderen und sich selbst vereinbaren und sagen, okay, ich muss jetzt Samstagvormittag von 9 bis 11 was machen und danach gehört der Tag uns. Ja. Ja, das auch nicht so mitnehmen und dann den Berg da liegen haben und dann auch, ach, jetzt muss ich mal, sondern machen Sie das fest und setzen Sie sich ein Limit und verbalisieren Sie das und machen Sie auch Verabredungen mit Ihrer Familie. Denn es kann nicht sein, wenn Sie nie anwesend sind, bei keinem Fußballspiel des Sohnes, Ballettaufführung der Tochter, beim Geburtstag der Frau oder Freundin, im Freundeskreis beim Kegeln, wenn Sie nie da sind, dann werden Sie irgendwann, ich habe das letztens mit jemandem besprochen, der sehr erfolgreich ist, aber eben sehr viel arbeitet. Er hat gesagt, ich muss jetzt für mich anfangen, wirklich gewisse Termine sozial bewusst wahrzunehmen, weil ich aus allen Freundeskreisen eigentlich rausgefallen bin. Die rufen mich schon gar nicht mehr an, weil die ja wissen, der arbeitet nur. Und das ist dann auch so das andere. Also fangen Sie an und das ist wirklich das System der kleinen Schritte. Ja. Wenn Sie schon einiges machen, versuchen Sie einfach mal 20 Minuten in der Woche mehr zu machen. Für sich. Und auch mal reinzuspüren, das tut mir gut. Es ist nicht für jeden Meditation gut oder Tai Chi oder Qigong. Manche hören Musik, ob sie die Toten Hosen hören, Mahler oder Beethoven, ist vielleicht egal. Ja. Nur einfach mal so reinspüren, was tut mir eigentlich gut. Ja. Was machen Sie, um sich zu entspannen? Ich mache verschiedene Punkte. Also Familie und Freundeskreis ist mir sehr wichtig. Ich mache auch Sport, ja. Ich mache Pilates, ich walke. Diese Geschichten ist natürlich, wenn ich unterwegs bin, versuche ich auch das Auto irgendwo weiter mal abzustellen und dann vor dem Vortrag dreimal um den Block zu laufen. Ich versuche, meine 10.000 Schritte reinzukriegen. Ich esse 7-mal am Tag Obst und Gemüse. Toll. Ich trinke meine 3 Liter Wasser am Tag. Mhm. Also von daher, ich versuche was zu tun. Ja. Man kann es natürlich nicht immer optimal machen, aber die Regelmäßigkeit macht es. Ja, also sind tatsächlich die kleinen Dinge, die man in den Alltag einbaut, toll auch noch, dass Sie sagen, Sie lassen das Auto vielleicht mal vor der Stadt stehen, gehen ein paar Schritte zu Fuß oder gehen noch einmal im Block, auch selbst vor einem Meeting, vor einem Auftritt, vor einem einer Keynote oder sonst irgendwas. Das ist toll, weil dann, das sind so die Dinge, die man einfach im Alltag kennt. Ich versuche immer die Treppe zu nehmen, einfach, egal ob ein Fahrstuhl da ist oder nicht. Das sind auch sind so ein paar Kleinigkeiten. Übrigens, ne? Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Thema rausnehmen, auch Familie, Umgang so, sozial, finde ich, habe ich gestern noch ein schönes Zitat auch gehört von jemandem, der gesagt hat, wir müssen ja unseren Kindern nicht nur materielle Werte hinterlassen, wir können ihnen auch Lebensmomente hinterlassen, also gemeinsame Aktivitäten. Ja, also mal, wenn unsere Kinder später sagen, ich habe auch 3, also 2 sind schon groß und ein 14-Jähriger noch, also auch in einem pubertären Alter, wenn man hinterher sagen kann, ja, wir haben eben schöne Dinge zusammen gemacht, ne? Wir waren mal klettern oder wir haben vielleicht eine Lebenseinstellung mit auf den Weg bekommen, weil wir uns einfach unterhalten haben, weil wir gemeinsam einige Dinge gemacht haben. Auch das können wir unseren Kindern hinterlassen und unserem sozialen Umfeld, ne? Nicht nur materielle Dinge. Ne? Ja. Ich würde ganz gern zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Das machen wir mit allen Gästen. Dann freue ich mich sehr drauf. Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wir werden mit Sicherheit ein Thema mit der Telemedizin kriegen. Wir werden die künstliche Intelligenz in noch größerem Maße eingebunden haben in die Medizin, wie wir es jetzt haben. Zukunftsfähige Mediziner, wenn Sie Zukunftsforscher hören, werden die sein, die es schaffen, dieses Wissen, was uns viel die Maschinen geben werden, ne? Also diese Überblick über Studien und solche Sachen, zu individualisieren. Empathisch dem Patienten das Gefühl zu geben, dass ich auch ihn wirklich sehe und mich in seiner Individualität annehme und für ihn die optimale Therapie aus diesen 1000 Möglichkeiten rauswische, wie sie für ihn und in seiner Situation passt. Empathie werden Maschinen nicht schaffen, zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Das ist super, tolle, schöne, freue ich mich jetzt schon, dass ich die Frage gestellt habe, weil das genau das ist, was ich so wichtig finde, vielleicht ist das auch besonders, dass Frauen das immer wieder mehr empfinden oder auch empfehlen als Männer und aussagen, dass das Thema Empathie gerade beim Arzt eine unglaublich große oder in der Behandlung des Patienten eine große Rolle spielt. Wir werden viel systematisieren können, digitalisieren, aber Mensch zu Mensch wird immer Mensch zu Mensch bleiben. Das ist super, ganz, ganz wichtig. Gibt es eine Entscheidung aus der Vergangenheit, die Sie gerne revidieren würden? Oder anders gefragt, würden Sie heute irgendwie gerne was anderes machen?
Wissen Sie, wir alle haben Situationen im Leben, wo man sagen würde, das oder das war nicht so ganz korrekt. Ich wusste mit 16, dass ich Medizin studieren will. Und ich bin heute sehr froh, dass ich in die Arbeitsmedizin gegangen bin. Mhm. Und natürlich habe auch ich Situationen gehabt im Leben, wo ich gedacht habe, Mensch, warum hast du das so gemacht? Was ich aber daraus gelernt habe, es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Mhm. Ja, wir lernen meiner Meinung nach meistens durch Fehler. Ja, positive Erfolge verstärken ein Verhalten. Richtungsänderungen kriegen wir meistens nur an Scheidewegen. Und wir wachsen meistens durch Schmerz, so hart es jetzt sein mag. Ja, positive Sachen verstärken ein Verhalten. Weiterentwicklung ist durch Schmerz. Und ich denke, es ist wichtig, diese Fehler zu machen und zu erleben, dass man wieder aufstehen kann. Von daher, um Gottes Willen, wenn jemand sagt, er möchte keine Fehler mehr machen, das wäre das Schlimmste, das wäre Stagnation. Ja. Man muss halt mit der Zeit lernen, damit zu leben. Das ist so das Nächste. Ja. Sehr schön. Gibt es einen Ort an dieser Welt, in dem Sie gerne arbeiten möchten oder leben möchten, außerhalb von Bamberg, meine ich jetzt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr im deutschsprachigen Raum verwurzelt. Also ich habe so ein bisschen was von der Welt gesehen und je mehr ich davon sehe, umso mehr schätze ich doch diese Lebensqualität und den Lebensstandard, den wir haben. Ob das jetzt Bamberg ist oder andere Bereiche in Deutschland, Österreich, eventuell Schweiz, das lasse ich mal dahingestellt. Ja. Aber ich bin froh, dass ich auch mit Familie und mit dem gesamten Umfeld, dass ich in Deutschland leben darf. Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders erreicht, mitgerissen, motiviert hat, den Sie als Tipp weitergeben können? Als Tipp für die Unternehmer finde ich es gerade, also Unternehmer und Ärzte, finde ich dieses Buch, das David Rock geschrieben hat, Brain at Work, sehr, sehr gut. Mhm. Der schreibt da, wie Sie diese Ressource Gehirn optimal nutzen mit Frontalhirn und diese ganzen Geschichten und wie Sie das im Arbeitsalltag relativ gut umsetzen. Er berät auch die NASA, also ist ein hervorragendes Buch. Ja. Und zum Schluss sage ich immer, ist nicht ganz uneigennützig, wen würden Sie uns als weiteren Podcast-Gast hier für unseren Business Talk Podcast empfehlen? Gibt es jemanden, den Sie gerne mal hier möchten? Da würde ich jetzt so im Anklang an unsere letzten zwei Fragen sagen, ein Zukunftsforscher. Schauen Sie doch mal Dr. Pero Micic. Das sind Sachen, die wir als Mediziner oft gar nicht auf dem Schirm haben und wo wir doch perspektivisch sehen, wo geht es eigentlich hin mit der Entwicklung? Ich habe da letztens einige Vorträge gehört und bin sehr inspiriert, manchmal auch betroffen. Ja. Aber ich denke, es ist wichtig zu sehen, wohin wir gehen. Okay. Schöner Tipp, schöner Hinweis. Vielen, vielen Dank dafür und auch nochmal ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ich weiß nochmal, dass Sie wirklich sehr, sehr viel beruflich unterwegs sind, dass Sie auch sehr viel engagiert sind. Vielleicht darf ich das sagen, beim letzten Mal haben Sie schweren Herzens absagen müssen, weil Sie nachts noch jemanden betreut haben, der ein gesundheitliches Problem hatte, was überhaupt von meiner Seite überhaupt kein Problem war. Aber ich fand es auf der einen Seite sehr sympathisch, dass man gesehen hat, dass sich da wirklich jemand 100% für sich seine Patienten einsetzt. Ganz, ganz toll. Also nochmal ganz lieben Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns die Zeit geschenkt haben und so viele wertvolle Inhalte uns zur Verfügung gestellt haben. Ihre Kontaktdaten kommen alle in die Shownotes. Wenn irgendjemand Fragen hat, bitte, wir haben auch gesagt, Telefonnummer steht, glaube ich, auch auf der Internetseite. Also man kann sich persönlich an Sie wenden. Ganz lieben Dank nochmal Ihnen als Zuhörer. Auch nochmal lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir bitten wie immer zum Schluss nochmal darum, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes oder YouTube. Denn nur so können wir feststellen, ob wir was besser machen können. Und wirklich bewerten heißt auch mal einen Kommentar schreiben. Positiv oder negativ, denn nur so können wir so interessante Gäste wie Frau Dr. Jakob Mietballer bei uns hier in dem Podcast bekommen. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank und eine schöne Woche an alle. Bleiben Sie aktiv und tun Sie was. Bis dahin, tschüss. Herzlichen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund.